Servus und grüß euch zur Folge 9 von Two Point Campus hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde sagen, dann starten wir mal das Folgejahr und hauen wir das Ganze mal durch. So, jetzt schauen wir mal. Nach dem Folgejahr werden wir dann eine neue Uni beginnen oder ein neues Plätzchen beginnen. Studierende werden gebeten, Spaß zu haben, solange sie es können, wenn sie es können. Schauen wir mal, was noch an Herausforderungen kommt und ja. Da wird nicht mehr allzu viel passieren, vermute ich mal. Da gehen wir jetzt ein bisschen her. Da werden wir da mal. Das Zimmer noch erweitern. Gefällt ja mit Sicherheit auch. Dann schauen wir mal, ob wir da ein bisschen Equipment reinbringen. Haben wir alles schon? Da vielleicht noch. Dann kann man da nicht hier dann. Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Kein Druck! Machen wir da eigentlich an, haben wir nicht. Gibt es einen Automaten? Ah, was haben wir denn da? Snackautomaten, ja. Dann noch ein Papierkörbchen daneben hier in der Nähe. Studentenwohnheim erreicht. Oh, können wir da jetzt noch? Ja, was haben wir denn da? Studentenwohnheim. Karriereziel, Karriereziel erreicht. Die Einschreibung ist jetzt offen für virtuelle Normalität. Für den nächsten Wurf auf der Saison. So, dann erweitern wir das Ganze da mal noch. Das passt. Bücherregal der virtuellen Normalität. Na schön, ja. Gut, dass wir da erweitert haben. Jetzt schauen wir mal, dann können wir da nämlich vielleicht auch noch eine zweite Tür einfügen. Da noch ein paar Fensterchen. Die Gang- oder die Korridorobjekte, da gibt es da noch ein bisschen was. Das Studienjahr beginnt. Ich hoffe, ihr habt alle genug Stifte. Da noch Platz für so Bank. Na, da geh her. Das Campusgelände vielleicht noch mal aufmotzen. Die Duschkabinen scheinen nicht zum Reicher. Dass hier nicht keine Stinkerangriffe gibt. Ah, wollten die da nicht noch irgendwas rum? Watmore und darf das Atmen nicht vergessen. Merkt ihr beim Lesen oder beim Eierpochieren manchmal auch, dass ihr länger nicht eingeatmet habt?
Ist schon wieder passiert. Konzentrieren wir uns beim nächsten Song doch alle mal auf unsere Atmung. Da bin ich ja mal gespannt, wenn das dann in die nächste Universität geht, ob das was übernommen wird. Das sind immer noch 46 Gewinner, ja. Hinweis: Ein Finger ist keine Zahnbürste. Also genau da neben dem Eingang, da werden wir. Schauen wir mal, ob es uns da noch gelingt. Nein, ich möchte sogar noch ein bisschen größer bauen. Warte mal. Ja, das ist eine draußen hinstellen, Schatzi. Draußen ist es etwas nass. Bitte plant euren Tag entsprechend. So, ich muss da mal brechen. Können Sie sich da noch ein bisschen aufenthalten? Langsam aufhalten. Das ist zu groß. Dann nehmen wir jetzt sowas da noch her. Zumindest nicht, wenn sie auf die Toilette müssen, mordsmäßige Wege gehen. Ah, da haben wir eh Toiletten gebaut. Ah, ja, ja. Dann könnten wir es umbauen können. Aber gut. Duschen und dann ist ein Aufenthaltsraum, gell? Na. Wenn es euch wie mir geht, dann fragt ihr euch sicher, warum alle ständig über Cheesy Gubbins reden. Zum Glück hat Hugh die ganze Story. Frage mich eigentlich nicht, aber. So ist es. Cheesy Gubbins, die Firma hinter dem allseits beliebten Snack, hat mit der Aktion Goldener Gubbin den ganzen Campus zum Stillstand gebracht. Angeblich sind in Cheesy Gubbins Packungen insgesamt 6 Gubbins aus echtem Gold versteckt. Bis jetzt wurde erst einer gefunden. Die glückliche Gewinnerin befindet sich gerade bei der Krankenschwester, nachdem sie den Goldklumpen verschluckte. Vor der Ambulanz wartet eine große Menschenmenge begierig darauf, einen ersten Blick auf den edlen Snack zu erhaschen. Kicker für 100, ne? Den können wir noch nicht machen. Crazy Taxi Automat geht auch noch nicht. Das sind so mal merken. Schicken Hutsterne, aber ich weiß es nicht. Sollte es vielleicht mit etwas anderem versuchen. Das ist richtig. Wer durchfällt, sollte es mit jemandem mit etwas anderem versuchen. Was tun die da? Was lernen die da? Thank you.
Da war es recht gut. Außen haben wir den Bereich auch ein bisschen verschönert, gell? Der Körper ist ein Tempel, also stopft ihn nicht mit Chips voll. Was ist da für unschöne Flecke? Smoothie-Kiosk, gell? Ja, gibt uns wieder 15 Punkte. Ah, Platz. Für einen Kiosk hätten wir noch Platz, gell? Für Smoothies. Und der Inspektor, weil eine Inspektion im Gang ist. Kann man da Two Point Campus mit dem Citybus Manager verbinden? Da dürfen wir auch noch einen einstellen, gell? Nora Orange. Ich bin nicht durch, da hat in einem Krankenhaus gearbeitet, ja. Wenn ich bei Two Point Hospital rausgeschmissen. Nimm mal einen Heisel. Geht nicht. Es werden zu wenig Punkte dafür. Na, schauen wir mal, das scheint ja alles da beliebt zu sein. Hat euch die Wahl eurer Karriere schon mal so richtig gestresst wie mich? Hier ein paar wunderbar beruhigende Tipps des coolsten Typen von Radio Campus. Blutz. Heute will ich über eure Zukunft reden. Ich höre immer wieder, wie sich Leute wegen Karrieremessen total verrückt machen. Klar, krallt euch die Gratisstifte und die langweiligen Magazine, aber macht euch keinen Stress. Denkt einfach daran, dass es all die Jobs, die diese Leute machen, in ein paar Jahren nicht mehr geben wird. Die Zukunft ist ungewiss. Ach, das haben sie. Sie wird ganz anders sein, als wir sie uns vorstellen. Warum solltet ihr euch deswegen also unnötig verrückt machen? Was ist denn mit dir müde? Wurde von einem Klassenclown zum Lachen. Egal wie groß der Druck auch sein mag, das Urinieren auf Campus-Eigentum ist verboten. Heute einen Assistenten brauchen wir noch. Was? Faking it statt making it, ja. Mehr Null als richtig. Gibt stets nicht alles, das sind ja wieder Dinge. Wenn jemand Batterien enthält, findet das einfach noch cool. Na, schon hat 10 Punkte wieder. Ist wieder bei 50. Unkrabbel voll ist er eh da. Hausmeister bei den Witzen. Wieder mal auf seinem Wurmsucher. Wenn wir in einer größeren Übersicht bleiben, dann sehen wir die Würmer vielleicht besser. Wir haben das wahrscheinlich im ganzen Campusgelände kennen. Oh, Millionchen geknackt, so wie es ausschaut. Warum Geld scheitert es nicht?
Aber du kannst ja keine Punkte für das Ding kaufen, gell? Der Körper ist ein Tempel, also stopft ihn nicht mit Chips voll. Ah, Kredite brauchen wir zum Glück keinen. Was? Smells? Smell my cash. Na gut, im nächsten geht es dann in die Weiterbildungen, da wird es dann auch wieder etwas teurer. Spürt etwas Druck, feindselig blitzblank. Bei Milkmaid nutzen wir für unsere Milchshakes echte milchartige Zutaten, um eine Konsistenz zu erreichen, die einfach nicht natürlich ist. Gut, du kannst natürlich recht haben. So schmeckt jedes Glas Milkmaid. Verdächtig gleich. Wow! Mmm, Milkmaid. Alles gut. Mu, eine Mu, eine mehr. Auflockernde Comic. Und der Campus hat eine Stufe 16 und da kriegen wir wieder Punkte dazu. Verstopfte Toiletten benötigt. Wunderbar. Nein, ich möchte mit Punkten für Gemälde verdor. Drei Sterne haben wir eh schon. Also mehr werden wir dann nicht mehr schaffen. Jetzt mal das eine Jono fertig spielen. Muslimen-Automat. Du möchtest jetzt mit irgendwas, was Blödsinn ist? Oder was wir uns nicht leisten können? Ja, aber das ist im Unkraut am Ego. Also Hausmeister haben wir irgendwo da. Also. Definitiv kein Unkraut. Bitte plan euren Tag entsprechend. Ein Gemüse? Na, Schatze. Dass ihr Radio Campus hört. Ich bin Maggie Wattmore und verabschiede mich für heute. Oh je, anscheinend haben wir noch etwas Zeit. Tja, also, ihr wart wirklich toll. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und... Okay, geschafft. Tschüssi. Kann man die erst noch mal legen, immer die Würmer da, ha? Wenn man Geld für die Kudospunkte einlösen könnte, war es auch gut.
Und dann auf die. Läuft schon. Auf die Karriereziele hin. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Eine Vorlesung startet, oder? Da draußen, ja genau. Da haben wir ja einen Wasserspender dort. Da haben wir noch einen Wasserspender. Das nehmen wir auf alle Fälle an. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Jetzt müssen wir mit normaler Tempo weiterlaufen. Jetzt haben wir es dann eh bald geschafft. Müde, na muss ich. Muss ich Haierbettchen gehen, Schatzi? Aber nicht? Genau. Meinst du die Händeninspektoren? Temperaturkomfort, oh je, meine. Der war bei meiner Frau entweder immer zu heiß oder immer zu kalt. Die Maus sind immer. Arbeiten benötigt. Na, schauen wir mal. Kummerkostenaufgabe ohne, ha? Ich hoffe, dass wir sie euch abgeschlossen haben. Und dann suchen wir uns mal ein neues Gelände für die nächste Folge. Schwer haben wir das auch geschafft. Ja. 86% ist doch mal ein guter Schnitt, oder? Da haben wir uns auffüllen. Und. Dann haben wir die Folge für heute durch. Ich sage danke fürs Zugucken und beim nächsten Mal starten wir dann in ein neues Universitätsgelände. Bis dahin, alles Liebe und Gute, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. I'm Eric und pfiat euch.